Hallo, ich begrüße euch heute zum kleinen Unboxing zu meinem neuesten Effekt, den Marine Layer Reverb vom Fender. Ja, ihr seht, ich habe es vom großen T, aber hier mal als B-Stock. Schauen wir mal, was wird. So an sich kommt das sehr wertig rüber. Fender-like. Verpackt. Ja, es ist auch sehr, sehr schwer. Gut, hier ist es, sieht super aus. Wunderbar glänzende Optik. Ja, mal kurz, was wir sehen können. Wir haben natürlich unseren Einschalter. Wir haben den Regler für das Pre-Delay, wir haben einen Regler für die Reverb-Time, wir haben den Dumping-Regler und wir haben noch einen Level-Regler. Ich drehe jetzt alle einfach mal auf 0. Dann haben wir einen Dreifachschalter, wo ich jetzt einfach mal so diese groben Reverb-Töne wählen kann. Hall, Room und Special, das ist so ein Chimer-Effekt. Und dann haben wir jeweils noch zu jedem zwei Variationen da. Und wir haben im Prinzip nochmal einen Filter, wo wir im Prinzip das Dumping mitregeln können. Eine tolle Geschichte hier beim Fender, ich zeige es euch mal so, ist im Prinzip, dass wir, ups, hier ist wieder rein, ein ausklappbares Batteriefach haben. Ich zeige euch auch gleich mal mit so einer handelsüblichen Batterie, wie das funktioniert. Jetzt ist es richtig drin. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. So, wunderbar. Und Klappe zu. Geht noch nicht so. Was haben wir noch? Wir haben natürlich unseren Input. Auf der anderen Seite haben wir logischerweise das Output. Hier hinten haben wir natürlich unsere Spannungsversorgung, falls wir jetzt nicht mit Batterie arbeiten wollen. Wir können die LED-Beleuchtung an- und aufstellen. Macht vor allen Dingen Sinn, wenn man jetzt wirklich mit der Batterie arbeitet, dann die auf off zu stellen, wenn man es nicht benötigt. So, und dann haben wir hier noch im Prinzip Tri-Kill. Was macht das? Im Prinzip ist es so, im Normalfall kann ich hier über das Level und das Dumping und die Reverb-Zeit das einstellen, dass im Prinzip mein trockenes Signal noch mit durchkommt. Und wenn ich Tri-Kill mache, dann nimmt er wirklich nur den Effekt. Wir haben also gar kein trockenes Signal mehr drauf. Also wir hören wirklich nur diesen Reverb-Effekt. Wo macht das Sinn? Es macht einfach Sinn, wenn man sagt, man möchte es auf ein Effektboard haben. Wir möchten nur diesen Effekt haben, weil wir das noch irgendwo dazu mischen wollen. Ja, ansonsten ich würde es jetzt einfach mal genau drinnen lassen. So, als nächstes schließen wir unsere Gitarre an. So, ich habe jetzt gleich mal einen kleinen Aufbau gemacht. Ich habe meinen Fender Marine Layer Reverb, ich habe einen M-Track 2M und zwei Apple-Butzen. Da kann ich euch gleich mal zeigen, was man hinten an der LED-Beleuchtung macht. Also hier sieht man ganz gut. Wir haben jetzt diese LEDs an. Und wenn ich dann LED aufmache, gehen natürlich die aus. Was nicht ausgeht, ist unsere Indikator-LED in der Mitte. So, hier kann ich es so. Alles klar. Nur, dass ihr es gesehen habt. Ich kann euch jetzt auch noch mal kurz zeigen, aktuell steht es auf Trickle off. Und dann machen wir mal so einfach alles schön in die Mitte. So. Hören wir erstmal da. Also da fehlt wirklich das trockene Signal und ich höre wirklich nur den Effekt. Jetzt schalte ich es mal wieder zu. So, ja. Jetzt nehme ich mal
Level nach oben drehe. Das Reverb einfach auch wirkt. Gut, ich würde sagen, ich nutze mal so überall die Mittelstellung. Hier Pre-Delay mache ich mal auf, sagen wir mal 9 Uhr. Habe jetzt Hall Variation 1 und im Prinzip den Filter auf On. Und spiele euch mal hier ein kleines. Nehmen wir das Ganze mal bei der Variation 2. Wir sind immer noch im Hall rum. Also man hat jetzt wirklich jetzt schon mal nochmal gehört, das ist ein bisschen was anderes. Jetzt gehen wir einfach mal so Room, das ist eigentlich so mehr so ein Studio-Hall. Gehen wir auch nochmal auf die 1. Selbst wenn ich den Effekt jetzt umschalte, klingt er noch wunderbar nach. Jetzt gehen wir einfach mal auf den Special. So. Und das wird man jetzt mal gleich ein bisschen intensiver hören. So, und jetzt habe ich gerade gesehen, das wollte ich euch auch noch zeigen. Wir haben natürlich noch eine Anzeige, wenn unsere Batterie leer ist. Dann leuchtet hier unten eine rote LED. Wir schauen mal, wie weit ich hier noch komme. Die war übrigens nicht im Lieferumfang enthalten, sondern das war jetzt eine von meinen. Deswegen, ja, die war anscheinend schon etwas leerer. Ich wollte euch jetzt aber noch mal zeigen, so was so das Maximum ist. Also wenn man jetzt sagt, wir gehen jetzt hier mal schön auf eine ganz lange Reverb-Zeit. Wir machen das Dumping mal groß und auch das Level hier mal ganz groß, dass man auch mal wirklich hört, was so im Maximum möglich ist.
Dazu. Das klingt natürlich auch sehr mystisch, so wirklich so ein Charme-Effekt und ja. Das ist wirklich so das Maximum. So, und jetzt noch mal das trockene Signal. Ja, so viel zu meinem Unboxing. Also als Quintessenz, also für mich wirklich ein sehr super Effekt. Ich werde es ein bisschen anders nutzen. Ich stelle es jetzt mal so ein, wenn ich es jetzt spiele, wird das wahrscheinlich irgendwie so in der Art und Weise sein. Da kann man halt auch. Aber natürlich nicht so, sondern in der Einstellung. Also jetzt gar nicht so ganz so wild. Wirklich, dass man so ein bisschen rumschrammelt, einfach wirklich auch so ein bisschen Leben reinkommt mit dem Reverb. Ja, genau. So viel dazu. Ich finde es gelungen, das Pedal ist halt alles, was ich habe. Man kann so viel mitmachen. Wir hat unendlich wäre vielleicht zu viel gesagt, aber man hat wirklich ganz viele Klangmöglichkeiten. Ich finde auch diese Klappe hier super. Also wenn ich dran denke, wie das früher war, unten aufschrauben und ach, das ist alles nichts hier aufklappen. Super. Wir haben die LED. Also da sieht man auch, wenn mal wirklich da was ist. Wir haben alle Möglichkeiten des Anschluss. Ich habe die Möglichkeit, im Prinzip mein trockenes Signal noch rauszunehmen. Ich bin eigentlich total zufrieden damit. Ja, so viel dazu. Wenn ihr wollt, schreibt mir Fragen einfach unten in den Kommentaren. Schaut auch meine anderen Videos an. Wenn ihr noch mehr von dem hören wollt, dann abonniert mich. Demnächst wird es im Prinzip auch noch um Pedal gehen, und zwar den Blender vom Fender. Also ist im Prinzip ein Kompressor, auch aus der neuesten Serie. Der kommt als nächstes und dann werde ich euch mal zeigen, wie ich mein Pedalboard aufgebaut habe. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schaut mal wieder rein, euer Wedgwood.